Schönen guten Morgen. Schönen guten Tag. Mein Name ist Guido Höhner. Zusammen mit meinem Kollegen Matthias Schulze-Steimann vertreten wir heute die Redaktion der Fachzeitschrift Top Agrar und freuen uns sehr, dass wir so ein großes Publikum hier haben. Und wir werden heute die Preisträger ehren unseres Wettbewerbs. Insekten brauchen Bauern, Bauern brauchen Insekten. Und das ist ein Wettbewerb, den haben wir in Top Agrar ausgeschrieben in der Ausgabe 2 2019. Es sind gesucht gewesen besondere Maßnahmen der Landwirte und Kooperationen zur Förderung der Artenvielfalt. Wir sind ganz erstaunt gewesen. Wir hatten über 130 tolle Einsendungen zu diesem Wettbewerb. Der Preis ist dotiert worden mit über 25.000 Euro Preisgeld. Und aus den Einsendungen hat eine fachkundige Jury dann die Preisträger ausgewählt, die wir heute hier ehren werden. Matthias. Ja, meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr, in diesem tollen Rahmen diese Preise übergeben zu dürfen. Das Haus ist voll, das zeigt, wie wichtig den Landwirten Insektenschutz ist. Meine Damen und Herren, Sie können auch gerne etwas näher rankommen. Hier vorne ist noch Platz. Wir haben ein sportliches Programm, wir haben tolle Preise, tolle Ideen. Wir haben die Ministerin da und wir möchten Sie auch alle gerne im Nachgang zu einem kleinen Glas Sekt einladen, wo wir auch noch das eine oder andere Projekt vertiefen können. Ja, wir freuen uns sehr, dass die Ministerin sich die Zeit nimmt. Und meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, unsere Bundesumweltministerin Svenja Schulze zu mir auf die Bühne zu begrüßen. Frau Schulze, toll, dass Sie da sind. Sie haben sich mit dem Wettbewerb auseinandergesetzt. Das Thema Insektenschutz liegt Ihnen am Herzen. Da sind Sie sehr, sehr umtriebig im Moment. Was hat Ihnen am Wettbewerb besonders gefallen? Mir hat in diesem Wettbewerb besonders gut gefallen, dass es ganz praktisch ist, dass man nicht theoretisch darüber redet, was könnten wir eigentlich für den Insektenschutz tun, sondern wir ganz praktische Beispiele hier gleich auszeichnen werden und man daran genau sieht, wie das eigentlich gehen kann, wie Insektenschutz und Landwirtschaft zusammengeht. Und ich glaube, das ist gut, wenn man solche Beispiele dann auch wirklich hat. Das sind mutmachende Beispiele. Wie kriegen wir die noch mehr in die Breite getragen? Naja, ich glaube, dass wir offen darüber sprechen müssen, dass wir sagen müssen, ja, wir wollen Insekten haben. Das ist für Landwirtinnen und Landwirte natürlich selbstverständlich. Sie wissen ja, welche Leistungen Insekten bringen. Das muss man niemandem in der Landwirtschaft erklären. Alle kennen die Rolle der Bestäuber. Aber ich glaube, wir müssen diese guten Beispiele noch weiter verbreiten. Die Frage ist eben, wie genau funktioniert das? Was kann man tun? Was für Maßnahmen haben genau welche Auswirkungen? Und wie kriegen wir das vor allen Dingen in die Breite? Nicht nur einzelne kleine Modelle, das wird nicht reichen bei dem Schwund an Insekten, den wir gerade haben. 70% weniger heißt, das geht ganz schnell wirklich massiv runter. Und deswegen muss einfach eine Menge passieren, damit Insekten wieder sich erholen, damit sie Lebensraum haben und damit sie wieder sozusagen Räume haben, in denen sie überhaupt eine Perspektive haben. Das Ziel Insektenschutz wird ja jeder Landwirt so unterschreiben. Wenn es dann um den Weg dahin geht, da gehen die Meinungen schon mal auseinander. Da kann man über Ordnungsrecht vorgehen, man kann aber auch Anreize schaffen. Sie haben am Dienstag in einem bemerkenswerten Gastkommentar für unser Blatt geschrieben, Sie möchten raus aus dieser Sackgasse, haben durchaus die Hand zum Dialog gereicht. Was meinen Sie damit? Ja, ich sehe, dass viele Landwirtinnen und Landwirte mit dem Rücken zur Wand stehen, dass sie einfach darum kämpfen, die Höfe überhaupt weiterführen zu können. Und deswegen müssen wir zu einem neuen Gesellschaftsvertrag kommen. Wir müssen als Gesellschaft insgesamt sagen, wir wollen, dass Landwirtinnen und Landwirte Geld dafür bekommen, dass sie gute Lebensmittel produzieren können. Die wollen wir ja alle haben. Sie sollen aber auch unterstützt werden, wenn sie das Wasser schützen, wenn sie Insekten einen Lebensraum geben, wenn sie etwas für die Landschaften, für die biologische Vielfalt tun. Wir beide kommen aus dem Münsterland. Unsere wunderschöne Münsterlander Landschaft gäbe es überhaupt nicht, wenn nicht Landwirtinnen und Landwirte sie pflegen würden. Und so einen Gesellschaftsvertrag, so einen Dialog, den wünsche ich mir. Und den haben wir zum Beispiel auf unserem Agrarkongress des Umweltministeriums diese Woche geführt. Dazu gibt es Arbeitsgruppen, mit denen ich im Dialog bin. Und ich glaube, das müssen wir weiter voranbringen, weil die gemeinsame Agrarpolitik geht im Moment nicht in die richtige Richtung. Einfach nur Geld für die Fläche zu geben, aber nicht zu honorieren, wenn man etwas für den Naturschutz, wenn man etwas für die biologische Vielfalt tut, so wird es nicht weitergehen. Das ist kein Ehrenamt, was da die Landwirtinnen und Landwirte leisten. Und deswegen muss sich auch
die gemeinsame Agrarpolitik verändern, damit mehr solches Arbeiten mit der Natur auch möglich ist. Das ist ein Thema, was wir sicherlich auch gleich noch beim Glas Sekt vertiefen können. In jedem Fall brauchen wir mutmachende Beispiele dafür. Und wie wir die gefunden haben, das wird jetzt nochmal Guido Höhner erläutern. Ja, Matthias, vielen Dank. Also wichtig für den Wettbewerb war natürlich eine hochqualifizierte Jury. Da haben wir sehr kompetente Leute gefunden. Ich bin selber bei der Jury-Sitzung dabei gewesen, habe das erlebt, wie intensiv sich die Jurymitglieder mit den Einsendungen auseinandergesetzt haben. Die Jury setzt sich zusammen aus Professor Teja Czarnke vom Fachgebiet Agrarökologie der Uni Göttingen, Werner Schulze vom NABU, Heinrich Kersten, Imker aus Verden, Professor Wolfgang Schumacher, Vorstandsmitglied der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft in Bonn, Hubertus Maximilian Freier von Künzberg-Langenstedt, auch Landwirt aus Oberfranken, Sven Borchert, Landwirt aus Sachsen-Anhalt und von Peter Häfner von Syngenta, der auch mit Ideengeber dieses Wettbewerbs war. Welche Kriterien lagen dem Wettbewerb zugrunde? Und deshalb bitte ich Herrn Czarnke mal auf die Bühne, dass, und dann würde ich der Ministerin gerne das Mikro mal entwenden. Herr Czarnke, würden Sie bitte einmal sagen, wie haben wir bewertet? Ja, es ging natürlich um Bewertungskriterien, die für den Insektenschutz sehr wichtig sind. Und darum hatten wir unterteilt, zum einen für lokale Maßnahmen beim Landwirt, die zu 60% bewertet wurde, dass der Landwirt auf seiner Fläche, auf seinem Betrieb Blühstreifentöpfe anlegt, Feldgehölze anlegt oder eine Diversifizierung der Kulturen macht. Dann war ein zweites Kriterium, was mit 30% bewertet wurde, die Landschaftsebene, weil Insekten leben nicht lokal, leben nicht auf dem einzelnen Betrieb. Sie brauchen ganze Landschaften, um langfristig auch zu überleben. Und da gehört dazu Kleingewässer auch, Brachen, alle möglichen Maßnahmen, die auf der Landschaftsebene stattfinden, um das zu erreichen. Und last not least ist die ganze Frage von Insektenschutz und Landwirte, die dazu beitragen, ja auch eine soziale Angelegenheit. Insofern wurde auch mit einbezogen, wie weit die Kommunikation mit Verbänden, mit Naturschutzverbänden, mit manchen Landschaftspflegeverbänden, mit allen möglichen Interessensgruppen auch mit reingeht. Das kam zu 10% auch dazu. Prima, vielen Dank dafür. Wir sehen uns dann gleich noch beim Sektempfang. Sie haben es gehört, dass wir diese Kriterien dort dargestellt haben. Mich persönlich hat beeindruckt, mit was für einem Feuer diese Einsendungen uns dargestellt worden sind. Die Familien stehen dahinter. Viele der Einsender, der Preisträger sind hier, haben ihre Familien mitgebracht. Das zeigt, dass dieser Insektenschutz auch in den Familien gelebt wird und integriert wird. Ich lege mal eben das Mikrofon weg, genau. Wir kommen jetzt zur Preisübergabe der ersten Kategorie. Das ist die Kategorie Landwirte. Wir haben also zwei Kategorien, einmal die Landwirte und dann Kooperation. Da gehen wir nachher noch genauer drauf ein, was wir da meinen. Und ich bitte jetzt dann alle, die zu den Preisträgern der Kategorie Landwirte gehören, auf die Bühne. Einen Applaus für unsere Preisträger, bitte. Es müssten eigentlich ein paar mehr sein. So, dann stellen Sie sich hier bitte mal auf. Und die Ministerin wird gleich die Preise übergeben. Wir machen das so. Die Preisträger wissen noch nicht ganz genau, wer welchen Preis gewonnen hat. Also ein bisschen Spannung haben wir noch aufgebaut hier. Bitte? Ja, okay. Und wir kommen jetzt zur Preisübergabe. Der Sonderpreis, den wir vergeben haben, geht an die Harberg KG Neubeckum Münsterland, vertreten durch Christoph Teckendruck-Beckstätte und Lothar Stumpenhaus. Herzlichen Glückwunsch. Die Frau Ministerin übergibt die Preise an die beiden Preisträger. Bleiben Sie bitte dann noch bei uns auf der Bühne. Gibt natürlich auch noch ein schönes Foto nachher. Dieser Preis ist für den jahrzehntelangen Schutz von Insekten, Niederwild. Hier geht es um unter anderem 10 Hektar Uferrandstreifen, 4 Hektar Blühfläche, Blühstreifen, Schwarzbrache. Es ist alles dabei, das hat uns beeindruckt. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, noch einen Sonderpreis rauszuhauen. Und den haben Sie gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Der dritte Preis geht an Alexander Buhles aus Hohenroda in Hessen. Er wird vertreten durch Jutta und Sören Buhles. Ist das richtig? Herzlich willkommen. Die Ministerin übergibt den Preis. Dieser Preis ist für viele Einzelmaßnahmen, ja genau, einen herzlichen Applaus, herzlichen Glückwunsch von uns. Sie haben viele Einzelmaßnahmen, die den Insekten Inselflächen zur Verfügung stellen, Grünland mit Obstbäumen, Gehölzinseln sowie Hecken um Stall- und Güllebehälter. Herzlich willkommen nochmal hier, bleiben Sie bei uns auf der Bühne.
Jetzt wird's noch spannender. Wir kommen zum zweiten Preis. Der geht an Peter Weyer aus Bettingen in Rheinland-Pfalz. Er wird heute vertreten durch Johannes Weyer für langjährige Pflege von Kalkmagerrasen und Feldgehölzen und Uferrandstreifen. Herzlichen Glückwunsch und auch für Sie einen Applaus. Und danke an die Ministerin für das Übergeben der Preise. So, Herr Schelle, Sie werden es geahnt haben. Herr Schelle gewinnt den ersten Preis. Da nochmal einen extra großen Applaus. Ja, Herr Schelle kommt aus Moringen, Niedersachsen, nimmt den Preis persönlich in Empfang und hat auf beeindruckenden 46 Hektar ganz viele Maßnahmen gemacht. Die kann ich gar nicht darstellen. Deshalb empfehle ich Ihnen auch die nächste Ausgabe von Top Agrar. Sie können auch nachher, aber das lassen wir jetzt. Und dementsprechend herzlichen Glückwunsch an Herrn Schelle. Und wir kommen nochmal zum Gruppenbild. Stellen Sie sich bitte nochmal auf und allen Preisträgern bitte nochmal einen Applaus hier für diese tolle Leistung. Ein bisschen dichter zusammen. So, genau. So. Ah, da kommen noch ein paar mehr Fotos. Vielen Dank. Wir treffen die Preisträger gleich wieder. Wir sehen uns nachher beim Sektempfang. Vielen Dank. Frau Ministerin, bleibt bitte bei uns und mein Kollege Matthias übernimmt jetzt. Ja, wir kommen zur Kategorie Kooperation und ich darf die Gewinner in den Kooperationen einmal auf die Bühne bitten. Meine Damen und Herren. Wir beginnen mit dem Sonderpreis. Der geht an die Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer im niedersächsischen Sandhatten. Sie werden heute vertreten durch Fred Eickhorst und Hinrich Neumann. Herr Eickhorst, Herr Neumann, wo sind Sie? Kommen Sie zu mir. Kommen da vorne. Sind auf dem Weg. Die Herren, schön, dass Sie hier sind. Der Sonderpreis gibt es für ein sehr ausgereiftes Konzept, um Insekten auch in intensiven Kulturen zu fördern. Zum Konzept gehören Blühflächen, Säume und Wegeränder sowie das Schaffen von Nisthabitaten. Auch Partnerschaften mit den Imkern sowie Naturschutzverbänden sind vorgesehen. Herzlichen Glückwunsch! Dann kommen wir zum dritten Platz. Der dritte Preis geht an den landwirtschaftlichen Ortsverein Habigsbeck im Münsterland. Der Ortsverein wird heute durch Erich Lefert und Thomas Schulze-Westerhoff vertreten. Und das ist ein ganz spannendes Projekt. Das hat den Ursprung in Hohenholte im Jahr 2012. Sie haben angefangen mit 7 Kilometer Blühstreifen und haben die Aktion langsam aber sicher auf den gesamten Kreis Coesfeld ausgeweitet. Heute werden mehr als 200 Kilometer Blühstreifen von Ihnen betrieben. Jedes Jahr kommen weitere Streifen dazu. Eine starke Leistung, zu der ich ganz herzlich gratuliere. Der zweite Preis geht an das Projekt Blütenkorn aus Schöntal in Baden-Württemberg. Mit mitgebrachten Fanclub, sehr schön. Das Projekt wird heute vertreten durch Konrad Geiger und Gerd Schonda. Schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Tag. Kern des Projektes sind Blühstreifen in den Fahrgassen der 400 Hektar Getreidebestände. Das Brotgetreide wird besonders vermarktet. Herzlichen Glückwunsch. Und meine Damen und Herren, der erste Platz geht an den Bauernverein Herxheim in Rheinland-Pfalz. Sehr schön. Ich sehe ein hartes Jubeln. Die Pfälzer sind vorne. Der Bauernverein wird für heute vertreten durch Matthias Detzel und Matthias Göller. Und es ist ein sehr umfassendes Blühstreifenkonzept mit eigener Saatgutmischung, breiter Öffentlichkeitsarbeit und insgesamt machen 22 Betriebe mit. Unterm Strich geht es um 113 Hektar Einzelflächen und 73 Hektar. Eine tolle Leistung, zu der ich sehr, sehr herzlich gratuliere. Mikro. Aber meine Herren, das müssen Sie jetzt mir verraten. Wie haben Sie es geschafft, dass so viele Betriebe mitmachen? Wie machen Sie das?
Ja, wir haben angefangen, wir machen das in den Betrieben schon länger, Blühstreifen, Erntefahrgassen einsehen und haben das eigentlich gar nicht kommuniziert. Und erst in der letzten Zeit haben wir ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht und haben gemerkt, das kommt super draus an. Das Thema ist auch den Leuten sehr wichtig. Und dann war das eigentlich hier bei uns im Ortsverband überhaupt kein Thema, dieses auszubreiten und mehr zu machen. Und die Ortsgemeinde hat uns dabei unterstützt. Und dann war das sofort, die Leute waren sofort begeistert und waren dabei. Stark. Den Rest vertiefen wir dann gleich bei dem Glas Sekt. Und jetzt kommen wir noch mal einmal zu einem kleinen Foto zusammen. Genau. Stellen Sie sich bitte noch mal auf. Wir machen noch ein Foto mit der Frau Ministerin. Und dann für die Landwirte, die Preisträger, gleich kommen wir noch mal alle auf die Bühne, machen dann das Foto und dann kommen wir gleich noch mal zum Abschluss. Frau Ministerin ist schon wieder mit den Havix-Bäckern. Bleiben Sie noch ein bisschen bei uns. Heute stelle mich noch mal auf die andere Seite. Ja, genau. Da sind welche von zu Hause da. Ja. So, und jetzt machen wir es uns noch mal so richtig gemütlich auf der Bühne. Wir wollen nämlich noch mal die Preisträger in der Kategorie Landwirte dazu bitten. Bitte einmal auf die Bühne. Ja. Ja, machen wir gleich auch. So, jetzt einmal die Landwirte noch und wir machen dann zum Abschluss noch ein Erinnerungsfoto für die Jury. Auch mit der Ministerin, wenn Sie sich die Zeit bitte nehmen wollen. Weil so, alle bitte noch mal ein bisschen zusammenrücken. Und dann vielleicht noch mal den Herxheimer Fanclub für einen kleinen Applaus, weil dann entspannen sich die Leute hier so ein bisschen. So. Vielen Dank. Okay. Genau. Ja. So, vielen Dank. Nochmal einen kräftigen Applaus für alle Preisträger. Wir sehen uns gleich. Und ich bitte jetzt nochmal die Jurymitglieder für ein Erinnerungsfoto mit der Ministerin auf die Bühne. Und wir sehen uns gleich beim Sektempfang. Vielen Dank. Kommt. Bleiben Sie noch ein bisschen bei uns. So, da ist ja auch der Ton wieder. Okay. So. Vielen Dank, dass Sie so lange bei uns geblieben sind. Ich gebe Ihnen schon mal das Mikrofon. Ich habe noch einen weiteren Gast auf der Bühne und zwar ist das Dr. Manfred Hudetz. Er ist Geschäftsführer bei Syngenta und hat diesen Wettbewerb maßgeblich mit beeinflusst. Man kann sich ja
denken, warum ist Syngenta einer der Unterstützer dieses Wettbewerbs? Und da haben wir gesagt, da bitten wir doch Herrn Huditz mal um eine Stellungnahme. Warum ist das so wichtig für Sie? Es ist wichtig für uns zu zeigen, dass viele Landwirte bereits viele innovative Initiativen ergreifen, um Umweltschutz, Biodiversität, Insektenschutz voranzubringen. Die Sachen sind in der Öffentlichkeit nicht sehr bekannt und ich glaube, diese Gelegenheit ist ideal, um zu zeigen, was bereits alles in der Landwirtschaft gemacht wird. Und was nehmen Sie persönlich aus diesem Wettbewerb mit? Sie haben sich auch ein bisschen mit den Preisträgern auseinandergesetzt. Also zwei wichtige Punkte für mich. Erstens mal super Preisträger, super Ideen. Wir bezeichnen solche Landwirte als Leuchttürme, denn diese Leuchttürme beeinflussen praktisch ihre Nachbarn, bringen ihre Nachbarn hoffentlich dazu, da mitzumachen. Und sie sind ganz wichtig in der Öffentlichkeit, um der Öffentlichkeit moderne Landwirtschaft zu erklären. Das ist ein ganz guter Satz, Herr Dr. Huditz. Das ist auch nochmal ein Appell an unser Publikum. Es sind viele Landwirte im Publikum. Tragen Sie es mit raus. Wir kommen jetzt hier zum Schluss. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ein Satz, ja, sehr gerne. Sie haben mich nach zwei Punkten gefragt. Ja, richtig. Der zweite Punkt ist für mich die Jury. Also eine Jury aus Wissenschaftlern, Umweltverbänden, Praktikern, Landwirten, Industrie, die setzen sich zusammen ohne Scheuklappen, wird über Ziele für den Umweltschutz, für den Naturschutz, für Biodiversität in einer modernen Landwirtschaft diskutiert. Das ist für mich eine Blaupause, wie zum Beispiel auch der von der Kanzlerin vorgeschlagene Zukunftsverband, ja, wie er das Thema angehen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie den noch hinzugefügt haben. Ich denke, das deckt sich auch mit den Aussagen von der Ministerin, die wir eben gehört haben. Uns bleibt jetzt noch Danke zu sagen für alle, die da waren, für die Landwirte, die teilgenommen haben. Wir laden noch zum Sektempfang ein. Ganz besonderer Dank geht auch an meine Kollegin Friederike Mund. Bitte noch mal. Ganz ehrlich, ohne deine Arbeit wäre es nicht so gut geworden. Ganz herzlichen Dank nochmal an Friederike Mund, eine ganz tolle Kollegin. Dankeschön. Und dann möchten wir Sie einladen, Matthias Schulze-Steinmann und ich, zum Sektempfang. Bitte schön und genießen Sie noch die schöne Woche. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Run to me, do and be done with me. Cold, cold, cold. Don't I exist for you? Don't I still live for you? Everything I present's given with tenderness.
standing up.